Also ich will ja nicht klischeehaft klingen, aber die Zukunft ist jetzt. Das allmächtige Internet, superintelligente digitale Geräte, sprechende Roboter mit künstlicher Intelligenz, all diese Dinge, die wir heute haben, gab es vor nicht allzu langer Zeit nur in Science-Fiction-Büchern und Filmen. Menschen und Maschinen leben Seite an Seite, aber die Technologie kommt näher als man denkt, und zwar unter die Haut. In Schweden begann alles im Frühjahr 2018. Seitdem haben etwa 4000 Menschen Mikrochips in ihre Hände bekommen und die Zahl wächst weiter. Obwohl diese implantierbare Form neu für uns ist, gibt es die Technologie, die als Radiofrequenzidentifikation, RFID bekannt ist, seit Jahrzehnten und gilt seit langem als sicher genug für den allgemeinen Gebrauch. Mit Ohrchips werden fast alle Nutztiere erfasst. Wir haben sie sogar in unsere Haustiere eingesetzt, damit wir sie finden können, falls sie sich verlaufen sollten. In einigen Fluggesellschaften kannst du RFID-Gepäckanhängern dafür danken, dass deine Koffer am gleichen Ort ankommen wie du. Und wahrscheinlich hast du bereits einen persönlichen RFID-Chip, der überall mit hingeht. Er befindet sich auf deiner Bankkarte. Nun, dieser implantierbare Chip für Menschen soll unser Leben wesentlich einfacher machen. Aber bevor ich dir sage, wofür er genau da ist, lass mich dir zuerst sagen, was es wirklich bedeutet, wenn man gechippt wird. Der Chip ist etwa so groß wie ein Reiskorn und wird zwischen Daumen und Zeigefinger operativ in die Hand eingeführt. Diese kleine Prozedur ist so schmerzhaft wie eine Spritze, so dass man vielleicht zuckt, wenn man super empfindlich ist, aber mehr auch nicht. Außerdem wirst du kein Blut sehen. Sobald er eingesetzt wurde, ist der Chip überhaupt nicht mehr sichtbar und nur sein Besitzer weiß, dass er tatsächlich da ist. Aber wenn jemand von seinen Freunden oder Kollegen damit prahlen möchte, dann kann man ihn aus einem bestimmten Blickwinkel auf der Haut als winzige kleine Beule sehen. Und natürlich wird dein Arzt ihn bemerken, wenn er deine Hand röntgt. So, jetzt aber die Frage, die alle beschäftigt. Wofür ist dieses Ding eigentlich gedacht? Hast du jemals deine Brieftasche oder deine Schlüssel zu Hause vergessen? Das kennen wir alle. Aber mit diesem Chip braucht man das ganze Zeug nicht mehr. Menschen, die diesen Mikrochip besitzen, können ihn als Zugangskarte für Gebäude, als Bankkarte für die Bezahlung von allem, was sie wollen, für Zug- oder Konzerttickets und sogar als Schlüssel zum Starten ihres Autos verwenden. Sie können ihn auch verwenden, um Zugriff auf alle ihre sozialen Medienkonten zu erhalten. All dies kann durch eine einfache Handbewegung erreicht werden. Klingt ziemlich cool, oder? Kein Durchkram deiner Tasche mehr, um deine Brieftasche zu finden oder sich sogar Sorgen zu machen, dass jemand sie stiehlt. Tage, an denen du deine Schlüssel verlierst oder ein Training versäumst, nur weil du vergessen hast, dir deine Karte vom Fitnessstudio zu schnappen, gehören mit dem Chip auch der Vergangenheit an. Auf der anderen Seite gäbe es jedoch keine Ausrede mehr, um zu spät zur Arbeit zu kommen oder den Gang zum Fitnessstudio zu verpassen. Diese Innovation macht das Reisen viel sicherer und komfortabler, da du dir keine Sorgen um den Verlust deiner Dokumente machen musst. Die Schweden genießen bereits die Vorteile des gechippten Lebens. Zum Beispiel muss man keine Fahrkarten für den Zug mehr kaufen. Anstelle eines Papiers mit Barcode scannt das Zugpersonal einfach den Chip und sieht das Ticket in seinem System. Darüber hinaus bieten mehrere schwedische Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich kostenlos chippen zu lassen, damit sie leichter auf den Arbeitsplatz zugreifen, sich an Computern anmelden, Fotokopierer benutzen und sogar für Kantinenessen bezahlen können. Einige wenige Unternehmen in anderen Ländern beginnen ihrem Beispiel zu folgen. Aber wie funktioniert das alles? Also erstmal ist ein Chip im Grunde genommen ein Speicherplatz für digitale Informationen. Er kann nicht nur die Daten deiner Bankkonten und deiner Einkäufe, deine ID und Passwörter für Haus-, Büro- und Social-Media-Profile enthalten, sondern auch medizinische Informationen wie deine Blutgruppe oder eine Liste von Dingen, gegen die du allergisch bist. Wie die kontaktlosen Karten und das mobile Bezahlen, Tap and Pay, arbeiten die kleinen Implantate mit Hilfe der Near-Field-Communication-Technologie. Das bedeutet, dass der Chip nur funktioniert, wenn er etwa 2,5 cm von dem Laser entfernt ist, der ihn aktiviert. Eine kleine Datenmenge fließt dann zwischen den beiden Geräten über elektromagnetische Wellen. Die Implantate enthalten jedoch nur Informationen, die andere Geräte lesen können. Sie selbst können keine Informationen lesen. Du kannst dir also nicht das Auto eines Freundes leihen, indem du ihm die Hand schüttelst. Die Chips sind definitiv darauf ausgerichtet, den Menschen viel Zeit und Mühe zu ersparen, aber das ist erst der Anfang. Das Unternehmen, das diese Mikrochips herstellt, plant, Implantate zu erfinden, die die Gesundheitsparameter eines Trägers verfolgen und ihn informieren können, wenn etwas mit seiner Gesundheit nicht stimmt. Das Unternehmen hofft auch, dass die Menschen bald erwägen werden, ihre medizinischen Informationen auf verschlüsselten RFID-Chips zu speichern. Und die Gruppe arbeitet an einer Möglichkeit, GPS-fähige Chips als Option für Familien zur Verfügung zu stellen, um Verwandte mit schwerer Demenz oder Alzheimer zu orten. Das klingt ja alles ziemlich super, aber das bedeutet nicht, dass jeder den Chip mit offenen Armen empfangen möchte. Viele Leute sind besorgt.
Einige Skeptiker sind sich sicher, dass diese Chips bald GPS-Tracker enthalten werden. Es wäre durchaus möglich, dass es mit großen Unternehmen anfängt, die den Standort ihrer Mitarbeiter ermitteln wollen. Die Tatsache, dass bestimmte Unternehmen diesen Service kostenlos anbieten wollen, hat die Menschen in dieser Hinsicht etwas beunruhigt. Aber vielleicht ist nicht alles eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, glaubst du, dein Chef wäre daran interessiert zu wissen, wie du deine Wochenenden verbringst, wie lang deine Pause tatsächlich gedauert hat und ob du während deiner Krankheit wirklich zu Hause warst? Und schließlich gibt es ja immer noch den Klassiker, Big Brother wird ihn nutzen, um die Menschen im Auge zu behalten. Gegner sind auch gegen die Idee des Chipping, weil sie sagen, dass niemand die Sicherheit der personenbezogenen Daten in den Chips garantieren kann. So können beispielsweise Kriminelle private Informationen auf dem Chip stehlen. Der Hersteller des Chips versichert seinen Kunden natürlich, dass alles verschlüsselt ist, aber theoretisch kann jeder Datenspeicher oder jedes Gerät gehackt werden. Andere fühlen sich einfach unwohl dabei, etwas in ihren Körper zu stecken, aus Angst, dass es für ihre Gesundheit schädlich sein könnte. Es gab Bedenken, dass ein kleiner metallischer Fremdkörper Krebs auslösen könnte. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass die durch RFID verursachten Krebsrisiken für den Menschen praktisch nicht vorhanden und für Tiere geringfügig sind. Eine Studie aus dem Jahr 2016, die am Department of Bioengineering der University of Washington State durchgeführt wurde, deutete sogar darauf hin, dass die Implantation aktiver RFID-Chips in Krebstumoren ein wirksames Behandlungsmittel sein könnte. Das ist eine unerwartete Wendung. Aber trotzdem, viele Leute sind nicht damit einverstanden, dass man sie chippt. Und ihr wichtigster Punkt ist, dass diese neue Technologie der erste Schritt ist, um uns in Cyborgs zu verwandeln. Naja, während einige so viel Angst davor haben, träumen andere davon. Sie sind bei der Transformation des menschlichen Körpers durch die Entwicklung und Bereitstellung anspruchsvoller Technologien vollkommen an Bord, um damit die körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten der Menschen zu verbessern. Aber das ist eigentlich nichts wirklich Neues. Ärzte begannen schon vor langer Zeit, elektronische Geräte und maschinenähnliches Metall in den Menschen einzubauen. Ich spreche natürlich von Dingen wie Herzschrittmachern. Die erste elektrokardiale Herzschrittmacherimplantation wurde 1958 am Karolinska-Institut in Schweden von den Chirurgen Rune Elmqvist und Åke Senning durchgeführt. Die Schweden waren sogar hier die Ersten. Davor waren die Herzschrittmacher etwa so groß wie ein Eishockeypuck und arbeiteten an zwei Transistoren außerhalb des Körpers. Wie du ahnen kannst, konnten sich die Patienten, die sie bekommen haben, nicht für einen sehr aktiven Lebensstil entscheiden. Herzschrittmacher werden heute nicht nur immer anspruchsvoller und zuverlässiger, sondern auch immer kleiner und leichter. Das bedeutet, dass Menschen mit Herzerkrankungen ein komfortableres Leben führen und viele unterhaltsame Aktivitäten genießen können, genau wie der Rest von uns. Ein weiteres Beispiel für Technologien, die Menschen helfen, länger und komfortabler zu leben, ist die bionische Prothetik. Sie sind konzipiert, um die Arbeit eines verlorenen Organs nachzuahmen und arbeiten durch Nervenimpulse. Noch vor einigen Jahren konnten solche Geräte nur ein Bein oder einen Arm ersetzen, aber es gibt heute Prothesen für komplexe Organe wie Ohr und Auge. Also, was hältst du davon, dass diese Technologie ein Teil des menschlichen Körpers wird? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat, und auf Abonnieren zu klicken, denn so kommst du zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.